Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für Nintendo 3DS, hier bei Crush Hotfig 89. Also, seit letzten Part ist die Suche nach dem alten Zauberer, der die Macht des Zauberspiels wiederherstellen kann, vorbei gewesen. Und wir konnten eine magische Quelle ausmachen, welche kurzzeitig mit dir ihre wahre Gestalt zurückgibt. Und ja, damit können wir ab und zu mit ihr ein bisschen plaudern. Aktuell geht das jetzt nicht, weil sie pappsatt ist. Aber gut. Jetzt wird es Zeit, dass wir den alten Mann befragen, ob er die Macht ist, ob er irgendeinen Weg irgendeinen Weg weiß, die Macht des Zauberspiegels wiederherstellen zu können. Also ob er einen Weg kennt. So. Hallo! Ah, if it isn't the people I met at the spring. Well, well. Let me see. Can I help you with something? What? But the magic mirror is a royal heirloom. And you say King Clavius gave it to you? Oh, well, well. Let me examine it then. Yes, this is it. The sun mirror. Quite unmistakable feel it has. I'll never forget the first time I touched it in Argonia. But, yes, it's curious. It's lost all of its magic. Oh dear, I'm not being very clear, am I? You see, this mirror that you call the magic mirror is really called the sun mirror. But now that all its magic has been lost, you can't very well call it a magic mirror. There was a bloke in a castle who said the same thing. That's why we're here to see you. Thought you could give us some assistation. A way to get magic back into the mirror. I remember hearing long ago about a spell of blinding light that was cast on the sun mirror. That's what gave it such tremendous brilliance. If the mirror has lost that magic now, perhaps casting the same spell could restore its magical properties. The problem is, I can't remember what the spell was. A spell that casts a blinding light. What a conundrum. Of course, the sea dragon spell. Just north of this land, you will find a stone arch bridging the straits. A sailor once told me of a giant sea dragon in the waters there. He said it cast a spell on him that left him blinded for a few moments. I suppose it's possible a bright light such as that could restore the magic to the mirror. You'll never know, it might just work. Try using the mirror to reflect the sea dragon's spell. Aha! Good luck. Dem Monster sind wir doch so öfter begegnet. Na klasse. Aber gut zu wissen. Soll ich jetzt etwa den Spiegel anlegen deswegen? Da.
So. Dann müssen wir anscheinend wieder auf See. Sind wir schon da durchgelangt? Ach komm, nö, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich sollte wieder Weihwasser verwenden. Boah. Was für eine Gruppe. Tja, denn... Wumm. Ja, da sieht man's Multiheilung. Bin ich froh, dass er diese Technik jetzt beherrscht. Nein, nein. Ach komm. Den anderen hätte es so ruhig treffen können. Alter Schwede. Und tschüss. ...500 DP, auch gar nicht so schlecht. Aber jetzt ist mal Schluss mit den Monstern. Das Problem ist nur, wie gelange ich jetzt zum Schiff zurück? Und wenn ich jetzt dann das Weihwasser verwende, dann werde ich ja für eine Weile auf keine Monster stoßen. Das heißt auch im Meer. Ich sollte mich, glaube ich, mal zum Schiff begeben. Geht's wieder zum Quellwasser zurück, oder möchte ich jetzt aktuell nicht hin? Hab ich jetzt auch nicht nötig. Muss man wissen, wo mein Schiff ist. Da gab es so eine... Stimmt, da ist gar... Es gab ja so einen Weg, wo wir hauptsächlich auf diese Seedrachen gestoßen sind, welche jedes Mal dieses blendende Licht ausgesandt haben. Alles klar, also die heißt es jetzt noch zu jagen und dann können wir uns endlich zu den dunklen Ruinen begeben. Die Verfolgung von Dolmegas fortsetzen. Also fortführen. Schauen wir mal. Wo befindet sich denn aktuell das Schiff? Puh. Wo findet... Da hier hinten! Jetzt haben wir uns gleich nach Argonia begeben. Von dort aus kommen wir hin. Oder von Königlich Nergrevir aus. Das ist, glaube ich, noch kürzer. Da müsst ihr dann in der Zwischenzeit das Weihwasser wieder nachlassen und dann müsste ich, ja, da in der Nähe. Und dann müsste ich wieder, müsste ich den Seedrachen begegnen können. Oh, entschuldigt, Leute. Lässt leider zu früh nach für meinen Geschmack. Wenn er normal geht, dann sieht es ein bisschen komisch bei der Animation aus. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Hui, so viele Metallschleime. Wenn es bloß Flüssigmetallschlemme wären, das wären wir sogar noch lieber. Selbst die Zombies laufen schon von mir davon. Da ist unser Schiff. Von hier aus kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Naja, wir können es ja probieren, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ah ja, wir kommen rein. Sehr gut. Alle Mann an Bord!
Ich glaube, ich weiß, was gemeint war. Erstmal hier noch im Weihwasser verwenden. Damit der Weg dorthin, damit er auf dem Weg dorthin nicht anderen Monstern auch noch begegnen muss. Hier ist jedenfalls der Strand. Ich glaube nicht, dass es hier ist, ne? Nee. Ich glaube, das war nicht gemeint, nö. Puh, hier, glaube ich, hier war es. Dort war doch der Seedrache. Dort sind wir mal durchgesegelt und ja. Sind wir so öfter an den Seedrachen begegnet. So war das doch, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob es das war. Kann noch eine Weile dauern, bis dass wir das geschafft haben. Vorher wird die Wirkung bestimmt wieder nachlassen. Aber immerhin schön zu sehen, dass man auch entspannt durchreisen kann. Wenn man nur vorher weiß, wie man das bewerkstelligen kann, dann funktioniert das auch. Da lässt es schon wieder nach. Aber vielleicht, wenn wir Glück haben, taucht auch schon der Seedrache auf. Wer weiß. So, dann wollen wir mal schauen. Nope. Leider nicht. Das sind nur Kalamare-Knirpse mit so einem Krakenkönig. Oh, konnten wir aber schnell besiegen. Das war vorher nie so. Das konnten wir vorher nie so nicht so gut bewerkstelligen. Jetzt soll ich wirklich an der Stelle das Weihwasser verwenden. Bis wir, dass wir dorthin gelangen, dauert das eine Weile. Das Schiff bewegt sich nicht gerade sehr schnell und wow, so ein Haufen von Monster. Na komm, lass mich endlich angreifen. Und nehmen keinen Schaden, lol. Sind wir schon so stark geworden? Scheint so. Man merkt deutlich den Unterschied. Ja, aber jetzt mal Schluss damit. Ich muss jetzt mal diesen Weg finden und dann. Ich begebe mich mal offscreen dorthin, weil dann wird es eigentlich zu langweilig. Also, ja, mache ich das mal. Und da ist er wieder. So. Und jetzt
Moment. Benutzen wir Abwehren, Abwehren, Abwehren. Sehr gut. Wir haben ihn. Wir haben es. Aber wir dürfen nicht fliehen. Na come on, lass mich weg hier. Mann, das ist echt nervtötend. So. Das trifft wenigstens. Nö. Aber jetzt. Verflixter Seedrache. Wir haben den Spiegel mit Macht gefüllt und jetzt. Zurück zu den dunklen Ruinen. Schnappen wir uns Dolmegas. Jetzt kriegen wir ihn. Achso, der könnte auch durchdringen. Ich habe es heute doch bereits erklärt, und im Zauberspiel ist das praktisch unmöglich. Aber wir haben ihn. Hä? Was? Aber ich habe ihn doch! Wo muss ich ihn hier irgendwie benutzen? Hä? So muss ich weiter reingehen und dann ihn benutzen, oder? Hä? What? Aber ich habe ihn doch. Was ist jetzt schon wieder los? Muss ich den alten Mann nochmal aufsuchen oder was? Alter Schwede. Das Ganze ist doch wirklich so was von lästig. Ein ewiges Hin und Her, Her und Hin. Das will mir nicht in den Sinn, Herrgott, nochmal. Okay, sprechen wir wieder ein bisschen mit dir, wenn wir schon dabei sind. I've been thinking a lot about Prince Charmless. I mean Charmels. He isn't anything like I imagined. What am I going to do? I must respect my grandmother's wishes, but... think people can change after they get married. I know, I know. I could also be quite self-centered when I was younger. Perhaps Prince Charmels will grow out of it too. Oder du solltest ihn generell nicht heiraten. Der Typ verdient dich nicht. Okay, vielleicht kann der alte Mann mehr sagen.
Nanu, was ist das jetzt? Ein Draki? Ah. Ja, okay, das ist vielleicht jetzt kein so gutes Monster für die Arena. So, jetzt lasst mich mal in Ruhe hier, kleinen Spackos. Mit euch möchte ich mich jetzt nicht beschäftigen. So, mein lieber Herr Seeherr. Kannst du mir noch mehr dazu sagen? So, so als Zyklonspiel mit Übergiz versehen. Ich fühle die gleiche Marschkraft, wie damals ich den Fanat zu Nagone-Brüder gut gemacht. Ja und? Was dann? Wir haben versucht, die Barriere zu durchdringen. Wir haben den Zauberspiegel auf Benutzen gestellt. Hä? What the hell ist nun nötig? Was muss nun gemacht werden, da weiterzukommen? Oder muss ich ihn irgendwo... Halt, Moment! Ich glaube, ich weiß es. Ja, hier! Bei den Sockel! Bei der Nische! Ja! The dark aura! It's disappeared! So you managed to get the Royal Argonian Mirror! I don't know how you got hold of it, but now we can finally get inside and fight Dulmagus! Well done! Right. Well then, I'll just go and fetch my men. At last! At last we can finish off that despicable Dulmagus! Cool, blimey! Yes, we've been traveling for a long while now. Looking back on all the hard times, I feel strangely nostalgic. But this is no time for reminiscing, you dawdler! This is our chance! Apparently Dulmagus is a bit under the weather at the moment. We must give him a good thrashing! And lift this diabolical curse! We'll be waiting here. I'm sure you won't have any trouble. Bleibt lieber in Sicherheit, okay? Wir erledigen das schon. So. Hier geht's rein, ne? Es ist so dunkel, ich kann kaum was erkennen. Ich kann überhaupt nichts sehen. Hier ist die Nische. Hier geht's rein. Alter Schwede, dieser Kontrast ist einfach nur bescheuert. Ah, schon viel besser. Und sie sich eine Maltese. Das Monster an meine Fräse. Das sind Teufelssaaten. Aber wir sind jedenfalls vorbereitet. Wir haben die bestmöglichen Waffen bekommen. Und die bestmögliche Ausrüstung. Und wir sind auf einem anständig hohen Level. So, haben wir mal einen Blick auf diesen Gegner geworfen. Also da steht. Ich wusste es doch, der ist. Das ist kein gewöhnliches Monster, mit dem kann man reden. Oh, die Reife ist ja schon das, wenn ich das war.
Ja, vernichtet! Schrei wurde in Erwartung der Rückkehr des Klippnerfluss Raptoren errichtet. Die Aura-Fenster beschützen ihn vor den teuflischen Hattikern. Die Ungläubigen, die haben die dunklen Aura durchdrungen, sie bereiten sich einen Angriff auf uns vor. Raptoren, ha? Huh? So, hier kommt man auch rein. Was bringt das? Ich schätze mal, da gibt es einen Schatz. Was machen wir auf den Mumienknirpse her? Oder die Giftmumien? Bleib bloß weg. Geht's denn hier rein? Sonst geht's herauf. Ups. Teufelssaat. Wow. Nicht so nah zur Kamera. So. Bumm. Und saus. Vielleicht schaffe ich damit, Gegner in einer Runde zu erledigen. Wow. Zauber wirkt anscheinend nicht besonders gut gegen die. Oder zumindest Explosionszauber. Explosionszauber. Verdammt, nein. Ausgerechnet diejenigen, die jetzt angreifen sollen, schlafen ein. Verschwindet. Wo will ich das nur hinführen? So viele Wege, eh. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht den richtigen, sondern in einen Sackgasse zu einem Schatz. Und da kriege ich ein paar tausend Goldmünzen. Nice. Kann ich ja abkürzen nach unten? Nö. Ich kann leider nicht nach unten springen. Ist leider nicht möglich, aber dafür bekommen wir es wieder mit einem der Teufelssaaten zu tun. Entschuldigung. So, Schmor. Des Bösen, Zwillingsdrache, Multischuss. Jetzt burn, baby, burn. Und alle draufhalten. Boom. Und tschüss. Habt ihr davon? Oh, nein, nein, nein! Was ist das für ein rotes Vieh? Ich hab's gerade nicht erkannt. Oh, Blutmumie, alter Verwalter. Das ist so dunkel, ey. Und tschüss. Und dann haben wir jetzt mal stärkere Mumien gefunden. Nein, nicht Jessica. Verschwindet endlich. Soll ich auch wieder Weihwasser verwenden oder bringt das hier überhaupt was? Das ist die Frage.
Was ist das denn? Was war das denn jetzt? Verdammt. Weg ist er. Oh nein! Nein! Ey! Oh, ich komme einfach von den Feinden nicht weg. Die erwischen mich immer sofort. Oh, das war ein Knochenkavalier. Tschüss, Leute. Nein, nein, lass das sein. Dann bekommt er ein paar Pfeile ab. Und burn. Nein, 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 nein. Och, Angelo. Boah, wie alle Feinde immer vor mir angreifen müssen. Na schön, ich glaube... Hier an der Stelle... Oh, Moment. Hey, Moment mal, die Treppe... Wir müssen die Seiteneingänge verwenden. Die Treppe, die ist nicht hochgefahren. Oh, weg von dem. Ah, ein roter Schwertmantel. Jetzt ist gerade viel zu dunkel. Jetzt kann man mich überhaupt kaum noch erkennen. Nein, nein. Ach. So, jetzt kann man alle erwischen. Hey, Jemen, jetzt sind die C. Aua. Schluss jetzt. Habe ich ausgerechnet nur den angegriffen, der schon angegriffen hat. So, tschüss. Und weg mit dir. Okay, ich sollte vielleicht auch jetzt lieber Weihwasser verwenden. Wir haben schon mehr als... sind schon genügend Feinden begegnet. Obwohl, nun ja. Wir könnten versuchen, uns geschickt genug anzustellen, um ihn aus dem Weg zu gehen. So, hier ist nichts. Vielleicht versuchen wir noch schnell hier den Schalter zu verwenden. Da. So. Dann fahren wir die Treppe nach oben. Und wir können weiter. Eine blutrote Mumie. Den haben wir noch gar nicht bekämpft. Was ist das für einer? Sieht merkwürdig aus. Das sind Ketzerplane? Okay. Machen wir diese Feinde mal fertig. Bestimmt irgendwelche speziellen Magier. Welche wir aber auch schnell erledigen konnten. So. Oh nein. Teufelsarten, denen ist hier so schwer auszuweichen. Oh nein. Uff. Durchgeschafft. So. Ab hier, dann den nächsten Part weiter. Und wem mal was zu gefallen, wusste, Daumen nach oben. Das ist es beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush for the Week 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Quest 8. Die Reise des verwunschenen Königs für 3. Das ist also viel Sehen und tschüss, Leute.